Prozesse in der Europäischen Union so erklären, dass sie verständlich und auch noch spannend sind? Geht nicht? Das Gegenteil beweist das Besucherzentrum des Europäischen Parlaments in Brüssel. Im sogenannten Parlamentarium wird die EU greifbar gemacht, und zwar mit Hilfe einer Wiener Multimedia-Agentur. Wir helfen Museen dabei, heute auf den unterschiedlichen digitalen Kanälen mit ihren Besuchern zu kommunizieren. Im Parlamentarium war die größte Herausforderung, die 23 Sprachen waren es damals, der Mitglieder der Europäischen Union in einen Guide zu packen, Installationen in der Ausstellung mit dem Guide interagieren zu lassen. Die Ausstellung erschließt sich den Besuchern nur, wenn sie einen Guide nehmen. Wenn Sie diese Symbole in der Ausstellung sehen, einfach mit der Rückseite draufhalten und scannen, so erhalten Sie auch alle Informationen. Beim Eingang wird dem Guide in Gestalt eines iPods die Sprache zugewiesen. Der Guide stellt sich auch auf Kinder sowie Seh- bzw. gehörbeeinträchtigte Menschen ein. Bei ihrer individuellen Multimedia-Tour durch Europa erfahren die Besucher mehr über die Geschichte der EU. Außerdem können sie mit den EU-Parlamentariern ihres Heimatlandes kommunizieren. Das Highlight ist schließlich eine virtuelle Parlamentssitzung. Welcome to the European Parliament in Brussels, the democratic center. Also wir würden uns das wünschen, dass man die EU mit so einem Guide besser versteht. Und man kann sich heute davon überzeugen, dass es läuft jetzt seit 3 Jahren sehr gut, und man denkt schon über die nächste Generation nach. Die News-Guides werden ständig weiterentwickelt. Auch in Wien sind sie zu bewundern, zum Beispiel in der Kunstkammer des Kunsthistorischen Museums. Hier werden mit Hilfe von iPads Kunstwerke aus der Barock- und Renaissancezeit zum Leben erweckt. Also hier gibt es die Automaten, die in diesem Raum zu sehen sind, in voller Aktion. Ganz schön aufregend. Das ist die Zukunft der Museen, wobei sich die Verschmelzung mit der virtuellen Realität fast schleichend vollzieht. Um im weltweiten Wettbewerb vorne mitzumischen, investiert die EU einiges in Forschung und Innovation. Das kommt auch fortschrittlichen Unternehmen wie NUS zugute. Dadurch, dass Österreich jetzt zwar ein sehr mit kulturellen Institutionen gesegnetes Land ist, aber doch kein sehr großes, haben wir von Anfang an versucht, international zu arbeiten. Wir haben auch eine Niederlassung in Amerika gegründet. Wir haben das große Projekt 2009 eben für das Besucherzentrum des EU-Parlaments und das Parlament selbst gewonnen. Danach folgten Museumsprojekte in ganz Europa. Die EU-Förderungen verwendet die Stadt Wien auch in den nächsten Jahren verstärkt für die Unterstützung kreativer Köpfe. Wer wissen will, wie innovativ Wien ist, kann einen Blick auf die Plattform WienWin werfen.